couldn't save Lily from the fire. I didn't believe your wife. You refused to see. You can save her. Und damit geht es hier jetzt um The Evil Within 2. Fangen wir mit etwas an, was einem sofort ins Auge springt, wenn man ein Spiel startet, und zwar der Grafik. Und wie ich damals im Deutschunterricht gelernt habe, fangen wir mit den negativen Sachen an, damit im Nachhinein die positiven Sachen stärker in Erinnerung bleiben. Eine negative Sache, die mir bei The Evil Within 2 immer wieder aufgefallen ist, vor allem in den Zwischensequenzen, ist, dass die Gesichter, vor allem die der Nebencharaktere, doch schon etwas steif sind. Ich denke, dass das generell ein Problem von Bethesda ist, weil auch bei Fallout zum Beispiel aus Skyrim sind Gesichtsanimationen teilweise eher ein bisschen, ja, hinten angestellt, sagen wir es mal so. Auch davon bleibt The Evil Within nicht ganz verschont. Man merkt teilweise, Emotionen kommen durch die Gesichtsanimation nicht so gut rüber. Aber, und damit kommen wir schon zum ersten Pluspunkt, denn viel mehr habe ich eigentlich an der Grafik nicht auszusetzen, außer eine Sache, die kommt am Ende dann noch, die Augen. Die Augen in The Evil Within sind, muss ich sagen, somit das Beste, was ich gesehen habe. Die Augen vermitteln Emotionen, die Augen vermitteln Angst, Trauer, Freude und vor allem aber auch das, was der Charakter fühlt. Das heißt, wenn die Gesichtsanimationen mal wieder irgendwie failen, sage ich mal, so schlimm ist es nicht wie bei einem Mass Effect Andromeda oder so, dann übernimmt ein großer Part von dem ganzen Überzeugen die Augen. Auch Effekte wie zum Beispiel Blut oder Explosion sind toll in Szene gesetzt und natürlich, ich meine, es sind die Japaner, Blut fließt wie aus Eimern, man sticht einem in den Kopf und es sieht so aus, als wären drei Leute an einer Bombe explodiert. Das gehört zu Evil Within, aber auch das trägt dazu bei, dass alles voller Blut liegt und das Blut sieht meiner Meinung nach ziemlich gut aus. Eine Sache, die mir vor allem in Passagen des Spiels aufgefallen sind, die eher eng sind, also zum Beispiel das Mark oder in irgendwelchen Häusern oder so, sind die Lichtverhältnisse. Wenn man mit seiner Taschenlampe durch enge Gänge leuchtet oder Lampen an der Decke hängen und diese hin und her und hin und her und hin und her schwenken, trägt das schon massig zur Atmosphäre und damit auch zur Grafik bei. Und zum Schluss noch eine Plus-Minus-Sache, ja, ich habe mir hier Notizen gemacht, und das ist, dass die Texturen, ähnlich wie bei Wolfenstein, teils ein bisschen schwammig sind. Jetzt habe ich gerade auf mein Handy geguckt. Was ich allerdings damit tatsächlich verschmerzen kann, ja, verschmerzen, dass es irgendwie zum Setting passt. Die Welt wirkt kaputt und verstaubt und zerfallen. Und wenn das alles jetzt so aalglatte Texturen wären, würde dieses ganze Gefühl nicht so krass aufkommen. Daher von mir plus minus, das muss man mögen. Das ist, würde ich schon fast sagen, irgendwo ein Stilmittel, wenn man so möchte. Etwas, was bei vielen Spielen mit so die wichtigste Sache ist, ist das Gameplay. Auch hier wieder bringe ich die negativen Sachen zuerst und da wäre zum einen die Steuerung. Viele Magazine haben geschrieben, ich habe mir halt viele Tests dazu durchgelesen, schreiben, sie sei verbessert zum ersten. Das kann ich auch so bestätigen, das stimmt schon. Allerdings merkt man vor allem in hektischen Situationen, dass die Steuerung nicht immer ganz genau funktioniert. Eine Sache, die mich zum Beispiel unfassbar aufgeregt hat, ist, es gibt ein Perk, mit dem du dich an Gegner ranschleichen kannst und dann auf einer gewissen Distanz kommt unten ein kleiner roter Pfeil, der anzeigt, jetzt kannst du lossprinten und dem Typen ins Gesicht hauen. Das Problem ist, dass das bei mir so gut wie nie funktioniert hat. Andererseits zum Beispiel solche Sachen wie die schnelle 180-Grad-Drehung auch eher unzuverlässig. Und es liegt nicht an meinem Controller, ich habe das dann auch noch mit einem anderen Controller probiert und auch bei Steam schreiben einige Spieler davon. Andererseits ist das Skillsystem im Vergleich zum ersten, wo ich immer so ein bisschen, es ist natürlich alles immer sehr subjektiv, wo ich immer so ein bisschen das Gefühl hatte, bringt das was? Ist es im zweiten tatsächlich so, dass du immer wieder motiviert bist, dieses grüne Glibberzeug einzusammeln, weil du viele Dinge hast, die sich wirklich merkbar verändern, ob es jetzt mehr Leben ist, Sprintdauer, aber auch so Sachen wie, dass du schneller schleichst, was am Anfang schon wirklich hart ist, weil die Gegner müssen stehen bleiben und sind schneller als du logischerweise
Und wenn du das verbesserst, du merkst, Sebastian, wie ich diesen Namen hasse, ich schwöre es, das ist Sebastian Kasser, darum soll es jetzt hier nicht gehen, merkst du, der Typ wird stärker während seiner Reise. Und genau das soll ja ein Skilltree vermitteln. Auch wurde im ersten immer wieder erwähnt, dass die Menge an Waffen, die es im Spiel gab, ein bisschen zu wenig war. Das ist jetzt im zweiten definitiv anders. Ich glaube, es gibt, ich will jetzt natürlich nicht zu viel spoilern, aber es gibt mehrere Arten. Pistolen, Sniper, Schrotflinten und was auch sonst noch alles. Das werdet ihr sehen, wenn ihr das Spiel selber spielt. Da habe ich auf jeden Fall nichts zu bemängeln. Du kannst die Waffen anpassen, du kannst sie verbessern. Auch das ist wieder sehr motivierend, weil du halt diese Unterschiede wirklich merkst. Und das ist auf jeden Fall ein großer Schritt im Vergleich zum ersten Teil. Auch hast du bei den Gegnern viele unterschiedliche Arten. Davon mal ganz abgesehen gibt es aber auch unterschiedliche Möglichkeiten, wie du sie tötest. Es gibt Gegner zum Beispiel, die solltest du vor allem im Schleichen töten. Es gibt Gegner, die halten zum Beispiel einen Schleichangriff komplett aus. Du musst dich daraufhin gefasst machen, dass er dich bemerken wird und du dann deine Pistole, Schrotflinte oder was auch immer zücken musst und damit beenden musst. Und zuletzt noch etwas, was viele, viele, viele Leute beschäftigt haben. Mich unter anderem auch. Und zwar die Open World. Die Open World, ich komme später nochmal darauf zu sprechen, fügt sich wunderbar ins Gesamtbild des Gameplays und bereichert diese. The core escaped less than a day ago. Within hours we began to receive reports of lost emerging in staggering numbers. And they're actively hunting down and killing whoever is left. It's a nightmare. At this rate there will be no one left in 2 weeks. Puh, da wird es doch ein bisschen warm. Habe ich mir die Jacke mal ausgezogen. Kommen wir jetzt zu der eben angesprochenen Open World. Was ich sagen muss, was mir direkt zu Anfang aufgefallen ist, das ist in vielen Spielen so, dass ich immer überprüfe, okay, ich habe jetzt diesen Bereich, ich gehe jetzt dahin. So, und das Problem ist, dass in The Evil Within 2 viele der Gebäude, im Endeffekt 70%, 80%, nicht zugänglich sind. Die sind dann halt einfach mit so einem Mobius Ding versehen, ne? So eine Türsperre, und das bedeutet, du kommst nicht durch. Das heißt, die Größe der Spielwelt wird so ein bisschen erschummelt. Und ich hätte mir gewünscht, dass man mehr in mehr Gebäude rein kann, sei es einfach nur für Informationen oder so oder für ein, zwei Gegner, aber ich finde, das hätte doch schon sein können. Auch ist so eine Sache, etwas, worauf ich mich bei diesem Spiel so mit am meisten gefreut habe, sind die Bosse gewesen. Generell alles, was so aus Japan kommt, das heißt Dark Souls, The Evil Within, hat ja immer irgendwie so ein bisschen diese Affinität zu irgendwelchen kranken, riesigen oder grotesken Bossen. Die Bosse, die es im Spiel gab, waren auch wieder auf diesem Level, allerdings hätte ich mir ein paar mehr gewünscht. Es ist teilweise so, dass ein Boss oft eingesetzt wird, das bedeutet, er ist nicht nur einmal im Spiel, sondern mehrmals. Und ich finde, da hätte man dann wirklich noch so zwei, drei mehr kleine Gestalten modellieren können, die einem dann nachjagen. Auch ein Plus-Minus-Ding ist, ich hätte mir mehr bzw. unterschiedliche Areale gewünscht. Also vielleicht nochmal, das kann ich jetzt nicht sagen, sonst spoilere ich, aber vielleicht noch ein bisschen unterschiedlich, vor allem da wir halt in einer Welt sind, die nicht echt ist, kann man natürlich immer gut mit Jahreszeiten spielen oder mit Orten oder sowas alles. Das wäre vielleicht doch schon, würde ich cool finden. Kommen wir nun aber zu den guten Dingen der Open World. Und da gibt es einige meiner Meinung nach. Zu einem sind das die Gegner. Die Gegner sind gut platziert. Du hast nie das Gefühl, okay, ich kann jetzt nicht dahin gehen und dahin gehen und dahin gehen, weil überall Massenhorden von Gegner sind, sondern die sind so platziert, dass du wirklich denkst, okay, ich habe einzelne kleine Areale, wo du, keine Ahnung, 4, 5 Gegner hast und du musst diese ausschalten. Und das, finde ich, ist schon gut gelöst. Die Welt ist zu keinem Zeitpunkt irgendwie überrannt von Gegnern, aber auch nie leer. Also du hast immer irgendwo Gegner, kannst dir irgendwo Gel holen, kannst dir Einzelteile holen oder kannst dir Sonstiges holen. Und damit kommen wir auch noch zu einem Punkt, und zwar erkunden lohnt sich. Das ist immer extrem wichtig bei einer Open World. Das hat man damals bei Destiny gesehen, wo man in jedes Hinterland gehen konnte und nichts gefunden hat. Keine Truhe, nicht mal ein scheiß Zettel, wo drauf steht, schön, dass du hier warst oder so. Das ist bei The Evil Within anders. In The Evil Within wird derjenige belohnt, der in die letzte Ecke guckt. Also wirklich, es gibt Zugabteile, wo dann in den Sitzen drin noch unten was versteckt ist oder so. Das bedeutet auch, Leute, die das ganze Spiel sehen wollen, werden wirklich belohnt. Und das ist eine schöne Sache. Auch fand ich gut, auch wenn es vielleicht nicht in die Open World passt, aber es gibt unter anderem eine Sequenz in der Ego-Perspektive. Und die hat zu dem Ganzen einfach nochmal auch gut beigetragen. Viele hatten die Befürchtung, dass bei einem
Horrorspiel, ich sag das extra nochmal so, dazu später mehr, dass der Horror zu kurz kommt. Meiner Meinung nach ist das überhaupt nicht so, weil durch erzwungene Linearität wird dieser Horror in Szene gesetzt. Das bedeutet, natürlich ist es schwer, in einer Open World Schocker und Angst zu verursachen. Aber zum Beispiel, wenn man durch das Mark läuft, oder das Mark ist ein Gangsystem, sag ich mal, oder wenn man in ein Haus geht und man aus diesem Haus nicht mehr rauskommt, aus Gründen, könnte man sagen, dann geht einem schon mal die Pumpe. Also, wenn Horrorfans hier jetzt zugucken und sich denken, oh, ist das gruselig, The Within kann auf jeden Fall auch gruselig sein. Und zu guter Letzt nochmal, die Open World kränkt absolut nicht an der Atmosphäre oder sonstiges, sondern verstärkt diese nur noch, weil man dadurch, dass man im ersten, der erste Teil hat ja davon gelebt, der Plot-Twist sozusagen war, boom, du bist überhaupt nicht in der echten Welt, sondern an diesem Stemding angeschlossen. Und in Teil 2 weiß man es halt schon, ja, wer den ersten halt gespielt hat. Und du bist jetzt zu jeder Zeit vollkommen bewusst, und damit spielen die Entwickler, dass du in dieser Welt bist. Du läufst auf einer Straße und wenn du jetzt hochguckst, dann siehst du da einen Stadtteil, der umgekehrt auf dich runterguckt. Du siehst ein riesiges Rathaus, du siehst, keine Ahnung, ein Theater und sonstiges. Du siehst ein riesiges Monstrum, was auf dich niederschaut. Und das zum Beispiel ist etwas, was meiner Meinung nach auf jeden Fall die Atmosphäre extrem verstärkt. Und damit kommen wir jetzt auch zur Atmosphäre. Spiele wollen immer mit irgendwas punkten, ne? Also zum Beispiel Evil Within wollte, glaube ich, zu keiner Zeit mit Grafik punkten oder zum Beispiel mit einem extremen Gun-Feeling wie in Call of Duty oder in Battlefield. Aber Atmosphäre ist in sowas doch schon sehr wichtig. Und ich muss sagen, dass mich das vollkommen überzeugt hat. Die Atmosphäre ist düster, beklemmend und furchteinflößend. Dadurch, dass du dir immer bewusst bist, dass das nicht die echte Welt ist, macht es das Ganze nur noch surrealer, weil du weißt, alles kann passieren. Hier ist alles möglich. Wir sind hier nicht an irgendwelche Gesetze der Physik oder der realen Welt gebunden. Alles ist möglich. Auch die Kreaturen, die in dieser Welt hausen, ja, in Union, bringen einen nochmal auf ein ganz anderes Level, denn sie sind grotesk. Meistens haben sie eine übernatürliche Anzahl an Gliedmaßen, was dem Ganzen nur noch mehr grotesk geschenkt. Aber irgendwo sind sie auch faszinierend. Wenn du das erste Mal zum Beispiel Gegner siehst, die 8 Köpfe und 6 Arme hast, dann ist das natürlich im ersten Moment, dass du denkst, what the fuck ist das? Aber irgendwo ist das auch faszinierend. Und natürlich etwas, was wir bis jetzt gar nicht angesprochen haben, die Soundkulisse. Zombies schlurfen durch die Gänge, der eine knallt gegen die Tür, die Waffen. Muss ich sagen, ich habe absolut nichts an der Atmosphäre auszusetzen. Es klingt wunderbar, die Gegner tragen extrem dazu bei und Atmosphäre kann The Evil Within 2. I await you. Ich muss ehrlich zu euch sein, ich habe den ersten nur bedingt gespielt. Ich habe das Let's Play bei Gronkh geguckt und mich Jahre später dazu entschieden, mir das für 6,99 € in diesem komischen Green Paper Ding bei Saturn zu kaufen. Und etwas, was ich nicht erwartet hätte bei The Evil Within 2, ist die Story. Denn die Story, und damit habe ich wirklich nicht gerechnet, ist extrem spannend, interessant und ich erzähle euch jetzt warum. Beziehungsweise erzähle ich jetzt erstmal was Schlechtes, weil, ne, ich muss mich an meine eigene Regel halten. Erst Minus, dann Plus. Eine Sache, die mich von Anfang an gestört hat, ist, dass das Spiel eine Tonne von Fragen über dich wirft, aber nur eine Mülltüte an Antworten. Boah, der Vergleich. Man steht am Ende nicht unbedingt da und denkt sich, oh, jetzt weiß ich nichts. Aber es ist immer noch ganz viel, wenn du wirklich drüber nachdenkst, wo du sagst, okay, ich habe keine Ahnung. Es gibt Dinge zum Beispiel, und das finde ich immer am schlimmsten, da gibt es zwei Möglichkeiten. Das erste ist, du denkst nicht richtig nach. Und das zweite ist, es gibt Logiklöcher. Und
davon gibt es ein paar. Nicht Logiklöcher, sondern diese Situation, dass du denkst, ich verstehe das jetzt nicht. Warum ist das so? Ist das so, weil ich irgendeine Erklärung nicht mitbekommen habe? Oder ist das so, weil es ein Logikloch gibt? Auch zum Beispiel hätte ich mir gewünscht, dass es mehr Hintergrundinformationen über die Bewohner-Unions gibt. Man kann einige Zettel finden, die einem dann auch von den Einwohnern erzählen, die in dieser Stadt gewohnt haben. Aber es hätte mehr sein können. Mich hätte interessiert, wer waren diese Leute? Warum waren sie genau da? Und darüber erhält man nicht allzu viel Information. Ein Plus-Minus-Ding ist auch, dass viele Informationen über die Welt und über ihren Hintergrund durch Textform und damit gefunden werden müssen. Das bedeutet, wenn du jetzt einer bist, der dich denkt, ich laufe straight oder kommt durch diese Spielwelt, dann wirst du wahrscheinlich viel verpassen, was doch schon echt interessant ist. Und das ist, das muss dem einen oder anderen gefallen. Mir jetzt zum Beispiel, wie gesagt, ich habe erstmal, nachdem ich den Prolog sozusagen beendet habe, glaube ich, 3-4 Stunden lang nichts gemacht, außer Welt erkunden. Und ich habe, glaube ich, am Ende jegliche Dias, das sind alles Sammelgegenstände, jegliche Dias gefunden, jegliche Informationen gefunden. Einzig und allein die Maria-Statuen, davon haben wir viele gefehlt, aber ich habe auch keine Ahnung, wo die sein sollen. Aber darum geht's nicht. Ich kann euch nur empfehlen, sucht sie. Denn es ist das, was es gibt, ist gut. Auch eine Sache, die jeder für sich bewerten muss, ist, es gibt viele neue Gesichter, aber auch ein paar alte. Ich werde da jetzt nichts drüber sagen, weil sonst spoilere ich, aber wer den ersten Teil gespielt hat, wird sich auf jeden Fall zurechtfinden und auch die eine oder andere Überraschung mitbekommen. Aber jetzt, Story. Ich muss sagen, als ich das Spiel durchgespielt habe, saß ich da und dachte mir, scheiße, ich habe nicht gedacht, dass das so gut wird. Ich habe danach und auch jetzt noch, ich habe es gestern durchgespielt, auch immer noch im Kopf, denn jede Mission und alles, was du in dieser Spielwelt tust, führt dazu, dass du mehr mitbekommst und Aufschluss darüber erhältst, was gerade die Situation ist. Jede Mission ist irgendwo unterschiedlich und spannend bis zum geht nicht mehr. Auch etwas, was meiner Meinung nach im ersten Teil einfach viel zu kurz kam, ist Sebastian, ja, Sebastian, bitte, warum heißt der Sebastian? Sebastian bekommt deutlich mehr Tiefgang als noch im ersten. Man kann seine Beweggründe nachvollziehen, man kann sich mit ihm identifizieren. Warum macht er das alles? Er will seine Tochter retten. Wer von uns würde nicht den Menschen, den er liebt, nachgehen in diese Welt? Im ersten Teil war er irgendein komischer Cop, der ja, ganz viele Leute getötet hat. Aber im zweiten ist es wirklich so, der Typ hat ein Motiv, das zu tun. Man bekommt seine Seite mit. Man bekommt die Wut, die Trauer, die Verzweiflung, die Hilflosigkeit und vieles andere von Sebastian mit. Und wenn man genau hinguckt, dann ist im Endeffekt The Evil Within 2 eine große Reise der, ja, der Selbstvergebung. Auch was ich gerade angesprochen habe, ist, dass das Spiel vor allem zu Ende hin sehr emotional wird, was mich tatsächlich überrascht hat, weil ich eigentlich mit einem Horror-Shooter gerechnet hätte. Aber es gibt Sequenzen, vor allem am Ende, wo du wirklich denkst, wow, das ist, das hätte ich nicht gedacht. Und wie gesagt, das spitzt sich zu Ende hinzu. Generell ist das Spiel ähnlich wie Final Fantasy 15, so dass, ich sag mal, du bis Kapitel 6, 7 spielst und dann, sag ich mal, brauchst du für den Rest nur noch die Hälfte an Zeit. Also du kommst in das Spiel rein, es wird dir die Open World präsentiert, du kannst dich in ihr umsehen. Das nimmt alles ein bisschen ab im Spielverlauf. Einfach damit du die Story so genießen kannst. Und zum Schluss nochmal, das Ende von The Evil Within 2 ist befriedigend und regt zum Nachdenken an. Ob es offen oder geschlossen ist, ich hasse es, wenn Leute das dann immer sagen. Das sage ich euch nicht. Es regt zum Nachdenken an, einfach weil viele Dinge da passieren, die auch in der echten Welt passieren könnten oder der unechten Welt. Wer weiß das schon bei diesem Spiel? So komme ich zu meinem Fazit, dass The Evil Within ein extrem atmosphärischer Horror-Shooter mit RPG-Elementen und einer sehr, sehr dichten Story ist und ich 90 von 100 abgetrennten Körperteilen gebe. Wenn euch diese Review gefallen hat, dann lasst gerne einen Kommentar oder ein Abo da. Schreibt mir sehr, sehr gerne eure Meinung zu diesem Spiel in die Kommentare. Ich antworte auch gerne und wir reden ein bisschen über das Spiel. Das würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, I'm Jay. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein. Ciao.